Hallo und herzlich willkommen bei Hair Talk, eurem 1x1 für die Haare. Mein Name ist Alexander, Friseurmeister seit 2 Jahrzehnten. Heute soll es um das Thema gehen: Haare, totes Hornmaterial oder steckt doch noch etwas Lebendigkeit dahinter? Das ist eine Frage, die bereits uns seit geraumer Zeit beschäftigt. Sowohl uns Fachleute, wir diskutieren und eruieren über das Thema, sowohl als auch die Kunden. Thema ist ganz einfach, wenn wir davon ausgehen, dass das Haar aus Hornmaterial besteht und lediglich aus der Haarwurzel in flüssiger Form nach oben geschoben wird, ist es richtig, auf der einen Seite zu sagen, es ist totes Hornmaterial, was an uns herabhängt oder uns teilweise zu Berge steht. Weil es hat hierbei keine Nervenzellen, somit muss man hier sagen, auch kein Schmerzempfinden, was dem Haareschneiden zugute kommt. Und es hat keine Zellteilung. Und wie wir wissen, alles, was keine Zellteilung hat, kein Mikroorganismus in sich trägt, ist somit nicht als unmittelbar lebendig zu verstehen. Wenn wir aber jetzt auf der anderen Seite die Haarwurzel als Verbindung vom Haar zum Körper sehen, dann entsteht hier eine Verbindung und wir können es doch als lebendig verstehen. Was ist also hierbei richtig? Richtig zu verstehen oder ein richtig oder ein falsch gibt es hier nicht. Die Menschen, die sagen, es ist totes Hornmaterial, ja, das ist korrekt. Wenn wir es aber ganzheitlich verstehen und sagen, es ist mit unserem Körper, mit der Haarwurzel, mit den Follikeln und allem drum und dran mit dem Körper verbunden. Somit hat es auch eine Verbindung zu uns. Und somit könnte man oder kann man es auch als nicht tot betrachten. Aus dem Aspekt heraus stimmt auch die These, wenn wir zum Beispiel sagen, wenn wir jetzt Damen haben oder auch Herren, vor allen Dingen bei der Damenwelt wird es tatsächlich offensichtlicher, dass wenn wir sagen, die Haare fallen nicht oder wenn wir sie in Form bringen, dass sie einfach schön fallen, dass sie nach dem Föhnen Volumen haben, einen Schwung und dergleichen. Dann können wir sagen, okay, wenn es so tot wäre, wie besagt, könnte dies ja nicht passieren. Oder auch bei Naturkrause, bei Naturwellen. Natürlich ist hierbei die Haarwurzel etwas gedreht, sodass dann schlussendlich eine Lockung hervorkommt. Aber woher kommt die Spannkraft bei einer Naturwelle? Das sind hierbei Fragen, die natürlich eruiert werden müssen, wobei auch hier Raum für eigene Interpretationen besteht. Das ist immer bei solchen Thema oder bei solchen Themen ist es immer so, dass Raum für eigene Interpretationen besteht. Jetzt würde mich an der Stelle natürlich interessieren, wie seht ihr das? Seht ihr es als totes Hornmaterial oder als Verbindung zum Körper? Einfach unten in die Kommentarsektion. Ich habe heute bewusst das Thema offen gelassen und lediglich den einen sowohl als auch den anderen Standpunkt beleuchtet, sodass ihr selber hierbei etwas nicht ins Grübeln, aber so ein kleiner Gedankenanstoß.
Wenn an der Stelle Fragen aufgetaucht sind, die bisweilen noch nicht beantwortet wurden, auch diese einfach in die Kommentarsektion. Wenn du Freunde und Bekannte hast, die das Video interessiert, so teile es doch mit denen. Und wenn du noch kein Abonnent meines Kanals bist, dann hol doch das jetzt nach, um immer auf dem neuesten Stand zu bleiben. Es grüßt euch, euer Alexander von Hairtalk, dem 1x1 für die Haare.